Hallo Leute, ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich euch das mitteile, und ich dachte, ich mache am besten ein separates Video dafür. Ihr habt ja am Dienstag gelesen, dass es mir nicht so gut ging. Ja, ich will euch jetzt erzählen, warum. Ich habe jetzt schon mit einigen drüber gesprochen, einige haben mich auch angeschrieben, meinten, was ist denn los? Und jetzt habe ich gedacht, jetzt weiß ich auch mehr und bin, jetzt kann ich euch das auch mitteilen. Ich habe am Dienstagabend erfahren, dass meine Gastmutter ihren Job nicht weiter ausüben kann. Das heißt, sie wird jetzt eine Stay-at-home-Mom, also Hausfrontmutter, was dann im Weiteren heißt, dass sie kein Au-pair mehr brauchen. Die würden mich hier behalten, wenn das finanziell möglich wäre, ist es aber leider nicht. Ja, das heißt dann für mich Rematch. Einige kennen das, andere nicht. Rematch bedeutet, die Agentur kommt vorbei, jemand von der Agentur, meine Betreuerin, redet mit uns, guckt, warum ich halt gehen muss und versuchen dann innerhalb von 2 Wochen eine neue Familie für mich zu finden. Das muss innerhalb von 2 Wochen sein, weil das halt die Regelung ist. Ja, der Shop saß tief am Dienstag und auch noch am Mittwoch und auch noch am Donnerstag, weil, wie ihr bestimmt gelesen habt, ich bin mega glücklich hier. Ich liebe diese Familie, ich habe mir ein Leben hier aufgebaut. Ja, ist hart zu gehen. Und das Traurige ist, wir haben auch alle geweint am Dienstag, also ich und die Gasteltern. Weil die haben gesagt, du bist uns auch vor ins Herz gewachsen, wir sind so froh, dass du hier gewesen bist. Und wir würden dich hier behalten, wenn wir könnten, geht leider nicht. Du bist so leid, dich in diese Situation zu stecken und alles. Und ja, ich kann es halt nachvollziehen, ne? Ist halt mega schade, weil das echt meine Traumfamilie war. ja, ich habe genug geweint darüber. Auch für die Kinder wissen das noch nicht. Die wollen das den Kindern halt erst sagen, wenn es soweit ist, wenn feststeht, was ich jetzt mache. So, ich habe halt die Option, jetzt in eine andere Familie zu gehen oder nach Hause zu kommen. Ja, soll ich nach Hause kommen? ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da vielleicht eine Sekunde dran gedacht, aber mir war von vornherein klar, ich will hier bleiben. Ihr könnt das verstehen. Ich bin noch nicht fertig hier, denke ich. Ich möchte noch mehr sehen. Ich habe noch nicht so viel gesehen. Ich möchte noch reisen. Ich habe echt noch spezielle Wunschziele, die ich halt sehen möchte. Und ja, dass ich jetzt auch einen Freund hier habe, macht die Situation nicht leichter. Nicht leichter für mich, ne? Also habe ich drüber nachgedacht und ja, ich habe jetzt am Samstag, der Samstag, der war, habe ich die Papiere unterschrieben, dass ich jetzt ins Rematch gehen kann. Jetzt warte ich auf eine Antwort von Culture Care. Dass die sagen, du bist jetzt im Rematch-Programm aufgenommen und jetzt suchen wir nach einer Familie. Das heißt, ich kann überall in Amerika landen. Scheiße. Aber auch gut, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, meine Gastmutter hat gesagt, wir möchten halt schon, dass du auch in der Bay Area bleibst. Also das ist jetzt hier die Gegend, wo ich lebe. Rund um San Francisco einfach, heißt dann Bay Area. Und die meinte, einfach weil dein Freund hier ist und du Kalifornien so toll findest und wenn du das möchtest, dann will man es einfach als Wunsch angeben. Dass sie versuchen, in der Bay Area jemanden zu finden. Meine Gastmutter hat dann auf eigene Faust, die ist so süß, hat dann so einen Text über mich geschrieben, hat den an alle Freunde geschickt, die sie kennt mit Kindern, hat das auch für Arbeit an Freunde, an Leute mit Kindern geschickt, mit der Bitte, das an Elterngruppen weiterzuleiten. Und die hat sich richtig viel Mühe gegeben, die hat richtig schönen Text geschrieben, wie glücklich die sind mit mir, wie zufrieden die sind. Meine ganzen Referenzen und Qualifikationen, die ich habe. Ja. Dann sollte am Freitag meine Betreuerin kommen. Die kam dann leider nicht, weil was dazwischen gekommen ist. Deswegen haben wir die Papiere samstags alleine unterschrieben, weil die uns die gefaxt hat. Und ich habe dann samstags morgens eine SMS von meiner Gastmutter bekommen, dass die jetzt eine Familie gefunden hat. Also, dass eine Familie sie angeschrieben hat, die interessiert ist. Die sind zurzeit bei einer anderen Agentur unter Vertrag. Die wollen ihr erstes Au-pair. Die haben gesagt, die wären interessiert. Dann habe ich mit der Mutter telefoniert. Die Mutter selber ist aus Indien, spricht aber super Englisch. Also ich verstehe die, dann ist das für mich super Englisch. Der Vater ist auch Inder, aber der ist in Kanada aufgewachsen. Haben 2 Kinder, ein Mädchen 3 Jahre alt und der Junge ist 13 Monate. Wir haben telefoniert, über ganz viel gesprochen, war halt so spontan, ich war gar nicht vorbereitet. Und dann meinte sie, weil ich in der, das ist eine Stunde von hier entfernt, und ich war an dem Tag in der Gegend, weil ich mit Tommy ja shoppen war,
Er meinte diese, ja, ich habe gehört, du bist heute in der Gegend hier. Ich so, ja. Dieser, wenn du willst, magst du vorbeikommen? Und meinte ich so, ja klar, dieser kann ich das Haus, dann kann man uns ein bisschen besser kennenlernen, so Person zu Person und gucken, ob das passt und so. Naja, dann habe ich die halt kennengelernt. Ja, Wahnsinn. Das Gegenteil von meiner Familie hier. Ich weiß auch gar nicht wirklich, was gegen die spricht. Die sind echt super, die erfüllen echt. Meine Familie ist nicht sportbegeistert. Und ich habe irgendwie, ich möchte in so eine sportbegeisterte amerikanische Familie, dass ich einfach auch ganz viele amerikanische Sportarten miterleben kann. Und der Vater ist einfach sportbesessen. Der mag alles an Sport. Und, ist auch nur eine Stunde von hier entfernt, ne? Auch super. Man kann seine Freundin auch besuchen. Sein Freund. Eine super Gegend. Wahnsinn. Super nette Leute. Ich will jetzt nicht mehr erzählen, weil ich weiß nicht, ob das was wird. Die warten jetzt auf eine Entscheidung. Ich habe ihr heute nochmal eine E-Mail geschrieben mit ein paar letzten Inhaltspunkten zu mir und ein paar letzten Fragen, die ich noch hatte. Habe dann auch jetzt die ganze Zeit vergessen zu erwähnen, dass ich Tattoos habe. Habe ich dann jetzt auch nochmal geschrieben, weil viele ja auch Leute mit Tattoos gar nicht wollen. Und meine jetzt nicht so dramatisch sind, aber okay. Ich möchte es einfach nur erwähnt haben, ob das für sie ein Problem darstellt oder nicht. Ja, wir werden sehen, wo es hinführt. Also, ich wollte euch mit diesem Video nur mitteilen, dass ich meine Gastfamilie, meine liebgewonnene Gastfamilie mit meinen drei zuckersüßen Kindern nach diesem Monat verlassen werden muss, lassen werde. Ich keine Wahl habe. Harte Zeiten. Okay, das Schlimmste ist eh schon vorbei. Der Schock. Nein, das Schlimmste kommt noch, wir müssen es mit den Kindern sagen. Ja. Und ich dann hoffentlich zu einer anderen Familie komme. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Denn das ist jetzt eigentlich das, worum sich jetzt alles in meinem Leben im Moment hier dreht. Wo komme ich hin? Was passiert mit mir? Okay, Leute. Ich wollte das jetzt mal aufgedeckt haben. Was war los am Dienstag mit der Denise? Okay. Ja, dann lest mal schön, was sonst so passiert ist, was ich gemacht habe, was ich gekauft habe. Oh, ich war so shit shoppen. Ja. Okay, guys. Man sieht sich. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bye.